Problem ist jetzt halt dieser oberste Trainer da. Und. Aber ja. Prinzipiell gesehen könntest du auch die erste Arena machen und dann den Turm. Könnte ich machen. Switch, ja komm, ich habe jetzt Gotexo. Und ich denke mal, mit Gotexo im Gepäck dürfte ich keine großartigen Schwierigkeiten haben. Ne, glaub nicht. So. Wir sind jetzt bei 30-20. 30-20. 30-20 für. Für YouTube. Für YouTube. Ach ja. So. Jetzt zum obersten Trainer. Gut, ein Versuch noch, um Abra zu finden und dann habe ich keinen Bock mehr. Na, ist kein Abra. Fuck. So, du kleine hässliche Missgeburt, jetzt bist du fällig. Na komm, ich such noch ein bisschen. Musst du umwerfen. So umwerfen, aber nicht das Nidoran. Warum? Das ist scheiße. Wie gesagt, Nidoking wird groß und hässlich. Deswegen nenne ich es Bugatti. Perfekt. Wer jetzt den Übergang versteht, der schreibt mir einfach unten einen Kommentar, dass er es gut findet. Der gibt einfach einen Daumen hoch. Ja, wobei ich meine, mir die Bewertung deaktiviert habe, deswegen. Okay, ja gut, dann gebt ihr keinen Daumen hoch, sondern macht als Kommentar einen Daumen hoch. Oder benutzt diese Reaktion-Funktion da. Genau, da macht ihr Daumen hoch. Da macht ihr dann hier gut oder wow oder was weiß ich. Oder leck mir am Ärmel, du. Leck mir an die Cojones. Cojones. So, das habe ich, glaube ich, mal im Dueling Network Profil drin stehen. Was? Ja, da kannst du doch irgendwie als deine Message oder so, Mann, da steht drin. Bei mir irgendwas, Duel ist mit Big Cojones. Geil. Duel ist mit Big Cojones. Boah, man würde hier doch wohl noch so ein Kack-Abra finden. Ich habe doch schon mal eins gefunden. Macht nichts draus, DK. Ich habe auch mal eins gefunden. So, jetzt kommt Mashok. Mashok nervt mich. Mashok nervt immer. Ah, du kennst schon gegen den noch. Mashok hat große Männertitten, das sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Ihhh. Voll die Männertitten. Boah, wenn ich mir ein Mascho meins Team nenne, dann würde ich es Tschernobyl nennen. Tschernobyl? Ja. Weil das zerstörerisch ist. Nein. Du kennst den Witz mit dem Tschernobyl nicht, oder? Nee. Gut, dann muss ich den jetzt, glaube ich, mal erzählen. Dann erzähl. Also, stell dir vor, eine Western-Kneipe, sitzen alle am Tresen, kommt auf einmal ein Typ rein, setzt sich an die Theke, rammt ein Messer rein und guckt den Wirt böse an und stellt sich was zu trinken. Sagt der eine, ey, pass auf, der ist gefährlich, das ist der Messer-Bill. Mhm. 5 Minuten später kommt einer rein, tritt die Tür ein, zieht Knarren und ballert rum wie ein Irrer. Sagt er wieder, ey, vor dem musst du noch mehr Angst haben, das ist der Pistolen-Bill. 5 Minuten später gibt's auf einmal einen Schlag, die ganze Wand ist eingerissen, kommt ein Typ mit 5 Armen und 2 Augen rein, mit 3 Augen, sagt er, okay, das ist der gefährlichste, das ist der Tschernobyl. Oh mein Gott. Das war so ein Reißer, wie ich den zum ersten Mal gehört habe. So, jetzt habe ich erstmal 2-mal Smokescreen gemacht. Und Smokescreen, smoke some weed. Smoke on the water. Dun, dun. Ey, ich finde keine Abra mehr, das gibt's nicht. War ein Kumpel von mir, mit dem ich immer Gitarre gespielt habe, der hat's immer abgefuckt, wenn ich Smoke on the Water gespielt habe. Weil das dieses Standardlied ist, was jedes Schwein spielen kann. Weil das ja auch vom Anfang her relativ einfach ist. Ja. Der guckt mich immer so voll böse an und sagt so, ey, Alter, wir spielen Gitarre, nicht Kindergarten. Oh, Epic Moment. 2 KP habe ich nur noch und er hat einen Critical Hit gemacht. Mein kaputt, Junge. Ich versuch's. So. Ja, geh. Okay, ich raste gleich aus. Ich finde hier keine Abra. Bro, tut mir leid, dass ich so lange brauche, TK. Ach, passt doch schon. So lange kann ich nach Abra suchen. Okay. Voltilam. So. Verpiss dich. Bro. Ich finde immer noch, dass Pokémon ziemlich von Dragon Ball geklaut hat, indem es Voltilam diese komische Kugel auf den Schwanz gesetzt hat. Finde deine 7 Dragon Balls. Auf, ich fange mir jetzt 7 Voltilams. 7 Voltilam. Und dann beschwöre ich sie, dann beschwöre ich den großen Drachen Dragoran. Dann warte, Rayquaza passt besser. Dann beschwöre ich den großen Drachen Rayquaza. Ja, Mann. Ja, ich habe Brasov besiegt.
Mächtiger Drache am Himmelszelt, höre meinen Ruf aus der Schattenwelt. Ah ne, warte mal, das war Yu-Gi-Oh! Das war der geflügelte Drache des Ra. Welchen ich als Originalkarte besitze. Und zwar nicht diese Standardkarte, die jeder gefälscht hat. Nee, nicht hier. Echt? Ist das jetzt ich hab die Exclusive-Card. Aber TK, bist du okay, außer weil der die ägyptische Karte spielen darf? Ja, natürlich. Okay. Bist du dir auch wirklich sicher? Vielleicht. Also wenn du mich jetzt so fragst. Also wenn du mich schon so fragst. So, TK, also ich bin jetzt mit dem Trainer fertig. Okay, lass mich noch einmal nach einem Pokémon suchen. Wenn das kein Abra ist, dann sage ich zu diesem Grasbüschel, leck mich an den Kochonis und geh zur Arena. Ey, wie episch, es ist ein Abra. So, jetzt musst du... Jetzt musst du wohl mit Safe States arbeiten, glaube ich, oder? Ja, das werde ich auch. Ich lache jetzt, wenn es direkt drin bleibt. Das wäre geil. Es bleibt direkt drinne. Geil. Das ist ein Witz, ey. Wie mit dem NATO. Weißt du, wir nehmen auf. Ja, noch ein Pokémon. Okay, wir machen Schluss. Ich fang's auf Screen. Direkt das erste Pokémon, was danach kommt, war ein NATO. Okay, so. Wie nenne ich das Abra denn? Nenn's. Ich weiß schon wie. Nenn's Houdini. Hypno. Thais. Hypnotize. Ja, ich nenne es Hypnotize. Was denn? Ist doch cool. Ja, ist ja auch cool. So, und dafür gibt es dann Offscreen-Training wieder, wenn wir hier fertig sind? Ich muss ja auch noch Booker T trainieren. Booker T muss ins Training. Er braucht einen harten Sparring-Partner. Oh, mach mit ihm Ding. Das Training aus Bloodsport. Boah, nee, das kann ich nicht machen. Bin die dann so ein paar Baumstämme. Boah, nee. Jetzt schreit das rum. Das kann ich nicht machen. Ja. Ich bin jetzt in der Arena drin. Ja, ich gehe auch gerade hin. Okay. Let's rock this world. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, warum wir schon so nur gelevelt haben. Die Arena sieht schon mal vom Aufbau her aus wie die von Falk. Das wird... Ich denke mal, Waterfall. Critical Hit. One Hit? Ja. Ach du Kacke. Aber ich verstehe nicht, warum er die Trainer-Sprites nicht wenigstens geändert hat, ja, weil ich denke mal, dass ein Vogelfänger keinen Fukano einsetzt. Hätte er wenigstens hier so einen Feuerspucker machen können. Ja, eben. Ja gut, dann ist ein Bird Keeper mit Feuer-Pokémon. Okay. Und das erste Pokémon besiegt. Wolpix Level 14. Ui. Der Ape. Was ein Name. Ape mit der Feuerfaust. Ja, Mann. Water Gun. Das passt sogar, weil es eine Feuerarena ist. Hä? Der Ape mit der Feuerfaust. Ja, weiß ich. Das ist Ironie des Schicksals. Oh, der Sprite von Vulpix sieht geil aus. Der hat einen Nuster. Hallöchen. Oh. Wer, der Trainer oder der Arena-Leiter? Nee, der Trainer. Chillig. Das hat eine Kaskade ausgehalten, das nervt. Das Vulpix hat auch meine Kaskade ausgehalten, finde ich nicht so toll, aber jetzt ist es tot. So, Superstar Level 15. Nice, so. Rot. Rot. Boah, und du, das sieht ja voll hässlich aus irgendwie. So, den letzten Potion, komm. Letztes Potion. Okay, oh, das kann Glut. Das ist schon mal böse. Winnetou hat überlebt. Nachtnebel. I'm fucked up. Violet Pokémon. Smog. People say, you can clip flying type Pokémon's wings with a jolt of electricity. I won't allow such insults to bird Pokémon. I show you the real power of the man. Achso, da ist der Herr Insomnia Knight schon beim Arena-Leiter. Egal. Ja. Da bin ich auch gleich. Dafür 15 für X-Ducks. Leader Falkner. Send. Boah, nein, der hat jetzt nicht wirklich. Nein. Du wirst es gleich sehen. Okay, jetzt kommt's. Ah. Ich will auch am Boden zerstört sein. Glaub mir, das wirst du sein. Er hat bestimmt so ein Hundemund. Oh. Ein Quilava. Okay. Oh, Smokescreen, ey, bitte nicht. Hat er bei mir auch gemacht. Komm schon, triff X-Dax. Ja, Holz trifft. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt... Nein, er hat nicht das Pokémon. Nein. Er hat keinen Hundemann, keine Sorge. Okay, schlimmer. Ach du Scheiße. Er hat auch kein Lavados, also keine Sorge.
Okay, X-Axe Level 16. Und willkommen. Oh, Konfusion erlernen. Perfekt. Dann mache ich jetzt Tailwood Back. Wie will ich das besiegen? Okay, jetzt kommt's. Magma. Finde ich sehr geil, aber. Was? Scheiße. Ich sagte jetzt schon, dein X-Axe hat keine Chance. Level 20. Nicht nur deswegen. Es hat bestimmt Donnerschlag drauf. Oh ja. Das gefällt mir absolut nicht. Ach du Scheiße. Okay, ich versuche jetzt einfach mit Seedbomb Egelsamen zu machen, auch wenn es draufgehen wird. So, Scratch kommt. Ah, Donnerschlag trifft. Natürlich tot. Und paralysiert mich. Ey, ich krieg hier gleich noch zu viel. Weißt du, du hast wenigstens noch die Chance, dass du mit deinem Glutexo ein bisschen was rausholen kannst. Okay, ich bin tot. Das war nix. Okay. Daniel, ich würde sagen, das heißt wieder trainieren. Das heißt wirklich für den nächsten Part trainieren. Oh ja. Okay, gut. Da bleibt übrigens anderes übrig, beziehungsweise uns. Sollen wir dann den Part jetzt schon beenden, beziehungsweise die Session? Wir sind jetzt bei 41 Minuten. Ja, ich würde sagen, können wir beenden. Ja. Da werden die Parts jetzt durch drei geteilt. Diesmal nicht so lang wie die letzten, aber naja, gut. Also wir wollten sowieso 10 Minuten Parts machen. Okay. Ja, okay, gut. Da würde ich sagen, beenden wir jetzt einfach und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Together Pokémon Ultimate End. Bis dann und ciao. Haut rein, Leute.